So, bevor ich jetzt losfahre. Wir haben noch kleinere Sachen, die man hier irgendwo machen könnte. Wir können aber natürlich mal gucken. Den Förderband Bereich 1 habe ich irgendwann mal angefangen gehabt. Ich weiß nicht mehr, was wir dafür genau brauchten. Ich verfolge mal die Mission. Werde die Werkstatt kurz verlassen und er sagt, ich brauche dafür noch eine Unterkunft. Oh Gott. Die Unterkunft war immer das Schlimmste. So, Unterkunft kriegen wir im Hüttenbereich, kriegen wir hier hinten. Unterkunft Baustelle. Hatten wir hier nicht irgendwo ein Fahrzeug? Nein. Wir haben hier einen Hänger. Pritschenanhänger. Wow. Ich hätte gerne gewusst, was ich, auf was ich die Unterkunft laden kann. Da fällt mir ein, wo muss ich die überhaupt hinliefern? Wo ist der Förderband? Da. Da muss ich sie herholen und dann in den Hüttenbereich 2. Ach so, der ist da ganz oben. Ach so, ja gut. Na dann. Wie kommen wir da überhaupt hin? Einmal hier hinten rum. Würde das Sinn machen? Ich bin mir nicht sicher. Hier kommt man rüber, dann kann man hier hinten durchfahren. Ich glaube, das ist der sinnvollere Part. Hier rüber. Was ist die Unterkunft für eine Größe? Ist das ein Zweier oder ist das ein Dreier? Ich glaube, es ist ein Zweier. Ich vermute mal, dass ich den hier dann auch noch mit rüber tragen, irgendwie rüberfahren muss. Ach, guck an, da liegt auch eine, da liegen Unterkünfte bereit. Das sind Zweier. Das sind keine Dreier. Das ist gut. Gut, dann würde ich jetzt gerne den frisch verdingsten. Ist der gerade in der Werkstatt? Dann hätte ich gerne hier einen anderen Rahmenzusatz. Ein Mehrzweckfrachter-Modul, was ist das denn? Da passt aber wahrscheinlich nur ein Dings drauf, oder? Abstellbühne mit Tranke löschen. I see. Der hat keine Dings drin, okay. Keinen passenden Aufladung lagert, den ich brauche. Du hast, glaube ich, nur den, den kann ich nicht gebrauchen, oder? Oder hast du noch einen anderen Rahmenzusatz? Den da. Dem da, nein, den Wild Western packe ich hier gar nicht erst aus. Den Bandit brauche ich, glaube ich, auch nicht auspacken. So viele Fahrzeuge. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, was für Karten. Fahrzeuge ich habe. Hier habe ich noch meinen Ankh, der ist beladen. Da habe ich den Caterpillar, der für was anderes gedacht ist. Den Koloss kann ich da stehen lassen für später. Da habe ich diesen Azov. Da steht der Derry Longhorn rum. Dann haben wir hier noch den Gabelstapler. Hier steht noch ein Wild Western rum. Da haben wir den. Ja. Ist hier irgendeine Aufgabe in der Nähe, die man erfüllen kann? Drüben ist ein verlassener Anhänger.
Du hast fast keinen Sprit, okay. Dann bergen wir dich mal weg. Machen wir mal ganz kurz ein bisschen sauber. Hier haben wir den Tatarin, das ist ein Scout, okay. Hier habe ich noch einen Azov. Ah, der hat ein Pritschendings, okay. Ein Bergdings. Ein Krandings. Bergdings. Ich glaube, dich brauche ich, ja. So, du hast da oben den Schnorchel. Das hattest du. Du hast einen Standardschnorchel oben, der passt. Ersatzrad, Winde. Hochleistungsbinde Medium. Das passt so. Was hast du für Reifen drauf? Irgendwelche Schlammreifen. Wenn ich jetzt wüsste, ob du Doppelbereifung irgendwo hast, das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber ich glaube, du kannst das nicht. Getriebe, du hast ein optimiert Spezial, Motor hast du auch drin. Oh, dann ist alles gut. Dann können wir mal gucken, was wir für den Dings brauchen. Den Fiat 500. Nein, ich fahre heute mit dem Fahrrad. Wir sind umweltbewusst. So, Unterkunft ist fake, ein 2-Slot-Item. Ja, das sieht auch danach aus. Satt schneidet Videos in MS Paint. Nein, nein, damit mache ich meine Thumbnails. Schön auch immer, wenn sich stundenlang durch die Wildnis kämpft, quasi halbtot Plattenreifen einkorbt und dann feststellt, dass man einen falschen Aufbau dabei hat. Oh ja, das kannst du auch in dem Spiel sehr gut machen. Dafür ist das Spiel sehr, sehr gut. Die Frage ist, ob ich, um die Unterkunft zu bauen, noch einen Container brauche, den ich woanders herkriege und keine Ahnung. Apropos, ich glaube nämlich, ich brauche irgendwo einen Container her, den kriege ich, glaube ich, hierher. Frachtcontainer, Verbrauchsgüter, was auch immer. Ja gut, im Zweifel kann ich das Ding mal noch löschen und dann kann ich hier rüberfahren, kann damit... Wir haben hier 3 Frachtcontainer, okay, die Dinger schon, Dinge bauen. Ach, wir hatten hier noch einen Anhängershop, das ist auch ganz gut. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, ich fahre woanders lang. Ich sehe mal eine andere Strecke als immer wieder die gleiche. Klatsch. Klatsch. Da vorne müsste dann jetzt gleich ein, nicht an der Ecke, sondern an einer anderen Ecke, steht dann gleich ein Hänger rum, unter dem Beton liegt. Frag nicht wieso, ich weiß es selber nicht. Ah doch, richtige Richtung. Da steht der Hänger. Und darunter liegen 2 Betonplatten. Ich weiß nicht, wie der Hänger da hingekommen ist, warum die Betonplatten darunter liegen. Oder was das für eine Bewandtnis hat, dass das so ist. Es ist einfach so.
Der perfekte Zeitpunkt, um meinen Speichern durchzuführen. Mitten im Wasser. Ich meine, gut, da verändert sich sowieso nicht so viel. Ich bin ja quasi immer noch irgendwo in der Wildnis und so, aber ja, perfekter Zeitpunkt für Speicher. Wenn man dann nämlich neu lädt oder gezwungen wird neu zu laden und das Fahrzeug direkt im Wasser im Stamm versinkt, hast du richtig wieder Bock drauf. Ist das hier die Straße oder ist das... Das ist nicht die Straße, die ich suche. Noch besserer Zeitpunkt, um sich zu verfahren, mitten im Wasser. Aber das ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, dass irgendwann mal ein Lastenrad-Simulator rauskommt oder sowas in der Art. Ich meine, es gibt ja mittlerweile für alles einen Simulator. Den Döner-Imbiss-Simulator hat ja auch seine Berechtigung. Den Supermarkt-Simulator, den Automechaniker-Simulator, den Pfeifenreiniger-Simulator, den Apfelschneid-Simulator, den Graswachs-Simulator. Den Raumschiff-Simulator, was auch immer. Sucht euch was aus. Ein oder zwei davon habe ich wahrscheinlich schon dazu gedichtet. Ihr dürft jetzt gerne raten, welche davon. PC-Simulator fand ich ganz nett und sehr beruhigend. Ich will einen Simulator. Ja, genau. Genau das. Wie soll ich sagen, ist es... ich habe einen PC, ich brauche keinen Simulator dafür. Ich hatte auch ein Auto. Ich brauche auch kein Autosimulator. Oh, wait a minute. Ich meine, es gibt ja auch den Arbeitssimulator oder so ähnlich. Oder den Barkeeper-Simulator. Aber auch da war meine Begeisterung begrenzt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Barkeeper. Und das war viel haptischer. So, hier irgendwo fangen noch die Schienen an. Ja, da rechts von mir. Ich bin jetzt ein Zugsimulator. Also PC-Building-Simulator meine ich, ja? Ich weiß schon, was du meinst. Und ich kann schon verstehen, dass das entspannend war. Ist ja auch vollkommen gerechtfertigt. Ich will solche Spiele ja auch nicht verbieten oder sowas. Das auf gar keinen Fall. Die haben schon ihre Berechtigung. Weil in dem Moment, wo es jemand gerne macht, aber halt... sich halt nicht alle drei Tage neue PC-Teile zum Zusammenbauen leisten kann, macht es Sinn, so einen Simulator zu spielen. Das ist ganz einfach.
Ja, das sind kleine Gegenstände im Sinne von ein Mini-Geländer, da komme ich nicht drüber. Ja, tatsächlich nicht. Schnell mal den Zaun umgehubt. An den drei Waggons hier vorbeifahren. An den zwei. Dreien. Doch richtig geraten. Und wieder auf die Schiene. Satz spielt die Szene aus Hot Shots 2 nach. Würde ich sowas nie tun. Auf gar keinen Fall. Willkommen bei Railroader. Heute fahre ich Stahl und Bauholz nach X-Stadt. Ja. Auch ein Eisenbahnsimulator. Derail Valley ist da noch schlimmer. Und wie gesagt, ich will keinem der Spiele ihren Lebensinhalt absprechen. Das ist auf gar keinen Fall. Es sind gute Spiele. Sie machen Spaß. Und damit ist das für mich gut. Bloß ich für mich persönlich sehe keinen Sinn, Zweite Weltkriegsflugzeuge auseinanderzubauen. Ja, ist okay. Macht irgendjemandem Spaß. Ist in Ordnung. Ich brauch's nicht. Für mich. Von daher. Bevor ich jetzt auflade, drehe ich erstmal. Frachtcontainer. Nein, verdammt. Ich will keinen Frachtcontainer haben. Ich will was mitnehmen. Unterkünfte, nur vorrätig. Ich brauche noch Holzplanken. Okay, Holzplanken. Wo kriege ich Holzplanken her? Eines der Wege ist wahrscheinlich hier. Ein anderes, von dem ich weiß, ist hier. Habe ich noch irgendwo anders Holzplanken? Aus den Dingern kriege ich noch Holzplanken. Da liegen Betonplatten. Haha. Bauen wir halt eine richtig stabile Unterkunft. Hier im Bahnhof kriege ich Frachtcontainer, Betonblöcke, Kraftstoff, Stahlträger und Verbrauchsgüter. Keine Holzplanken. Hier habe ich noch Ziegel. Hier würde ich welche herkriegen. Nein, ich will nicht den. Ich will da logischerweise Metall rollen. Holla, ja. Jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, die Holzplanken von hier oben her zu holen. Oder mich hier runter in das Wagnis zu stürzen. Und ich glaube, ich wähle den Weg da oben. Da haben wir hier quasi schon einen Azov rumstehen. Habe ich die letzte Zeit immer aus dem Azov getankt? Auch sehr gut.
meine, klar, ich könnte jetzt das Fahrzeug da hinten setzen, wieder hinfahren oder wie auch immer. Aber wenn ich hier schon eins stehen habe, das quasi 2 Meter näher dran ist, nehme ich doch das. Man merkt bei der Simulatorschwelle gerade, aber dass da wenig Innovation und Liebe drin steckt. Einfach ein Thema aufgreifen, was drum rumrasteln und verkaufen. Ja, das ist der größte Kritikpunkt, den ich an den großen, also an den meisten Simulatoren habe. Es gibt Simulatoren, die sind gut. Ohne Frage. Das kann ich nicht anders sagen, aber einige Simulatoren, da merkst du auch, die Firma hat einfach ihren Simulator davor genommen, hat die Grafikdateien umbenannt und das war's. Das sind dann auch sehr lieblose Sachen, wo ich tatsächlich wenig Sinn darin sehe, die Sachen tatsächlich zu spielen. Ja, schön, dass du dir den Motor kaputt machst. Fahr einfach hoch. Dann würdest du das mit dem Motor nicht kaputt machen. Aber solche lieblosen Spiele hast du dummerweise überall. Okay, wenn ich so weitermache, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich einen Motor habe, wenn ich oben ankomme. Oder ob ich oben ankomme, wenn ich dann Schlamm und Zeug durch die Gegend schiebe. Fahrspur, ob hier schon mal jemand angefahren ist heute? Ich meine, klar ist, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Es gibt, wie gesagt, Simulatoren, die sind hübsch und die sind gut, die machen Spaß. Und es gibt Simulatoren, die sind einfach ein Abklatsch von, oh, wir haben schon einen Simulator gebaut, hier schnell ein Thema einfügen, wir machen doch einen. Wo ich mir denke, hätt's das jetzt gebraucht? Klar, ihr könnt eure 3 Euro dazu verdienen und habt nur 2 Euro eingesetzt, aber macht's doch einfach vernünftig. Da hat jeder mehr Spaß von. Klar kann man auch mit solchen Spielen noch Content machen. Siehe gewisse bärtiger Streamer aus Braunschweig, der einen ganzen Streamabend absichtlich diese Spiele zockt, damit man sich nicht selbst machen muss. Ja, ist ja auch vollkommen okay. Ich habe auch überhaupt keinen Stress damit, dass Leute Spiele spielen, die grottig sind, damit andere Leute es nicht spielen müssen. Ist ja auch so ein Ding. Also es gibt ja tatsächlich auch auf YouTube genügend Content Creator, die sagen, ich habe dieses Spiel gespielt, damit du es nicht musst. Beispielsweise Jasmin Gnu.